Liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf euch zum heutigen Marsch für die Familie wieder ganz, ganz besonders herzlich begrüßen. Ich bedanke mich bei allen, die trotz dieser 35 Grad, die wir mittlerweile haben, auf den Stephansplatz gekommen sind. Ein symbolischer Platz, wie ihr wisst. Ein Platz, auf dem wir auch in den letzten Jahren die Familie und die Kultur des Lebens gefeiert haben. Über das Recht auf Leben hinwegsetzen, auch das Recht der freien Meinungsäußerung natürlich nicht achten, sondern glauben, dass die Kultur des Lebens viele Anhänger hat, die euch heute hier sind. Dafür danke ich nochmal ganz herzlich. Ja, danke vielmals den Herrschaften der Exekutive, die heute wirklich ganz tolle Arbeit leisten.